Ich hasse es wie die Pest, ja, wenn ich ein Microsoft-Update habe, dass der bei mir in die Programme irgendwie was rumfuscht. Auch selbst im Slops. Dankeschön, Eisnet. Ja, uns konnte man die ganze Zeit nicht hören. Und ich habe das halt Ach was. einfach nicht gesehen, weil ich habe jetzt vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen wieder ein scheiß Update gehabt. Jedes Mal verändert sich hier immer irgendwas. Das ist einfach nur zum Kotzen. Es sind jetzt wieder 6 Minuten gewesen für die Nülle. Mann! Der soll einfach nur sein Update machen und gut ist, aber meine Programme in Ruhe lassen. Dankeschön auf jeden Fall, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich hab das nicht bemerkt. Ich hab das nicht gesehen. Hände weg von Steffis Programm. Echt. Sonst gibt's Ärger. So, wo bist du denn? Ich komme gerade mit Hohle und Eisen vom Jalmahal Richtung Truhenkeller. Ah, ja, wir haben nur noch 48 Kohle im Truhenkeller. Das reicht nicht. Nee. Das reicht wirklich nicht. So. Jetzt bin ich schon beim Fischer. Da bin ich dann gleich da. Von dem wir nicht wissen, wo er hin ist, aber egal. Ist er schon wieder weg? Wir hatten den ja ganz lange nicht gesichtet. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht reingegangen. Du kommst nicht raus, Kotelett. Sollte dir doch wieder mir zwischen den Beinen durchwitschen. Bist du hier noch im Thronkeller irgendwo? Nee, ich bin gerade mal zum Fischer gegangen, aber der ist echt wieder weg. Da sind wir jetzt aneinander vorbeigelatscht, oder was? Ja, ich habe dich gesehen, wie du reingegangen bist. So, okay. Kriegst du erstmal Kohle. Und dann kriegst du ein bisschen Eisen. Und den Rest tue ich unten rein, damit, wenn man hier reingeht, man was hat. Ne? Ja. Das war hier Kohle. Und hier war Eisen. So. Gut. Dann hier mal gucken. Ja. Ihr müsst aufpassen, dass der nicht zombifiziert wird, oder ist der Bereich sicher? Hier ist alles safe. Wir haben die Monstrositäten aus. So. Und zwar habe ich dir schon erzählt, dass ich seit Donnerstag eine neue Brille habe. Nein, hast du nicht. Ja, seit und Donnerstag. Hast du jetzt den Durchblick? Ich habe jetzt voll den Durchblick. Nee, ich wollte mir eigentlich nur eine so eine Ersatzbrille mal holen, weißt du, falls meine kaputt geht. Ja. Dass ich da nicht blind nach Hause fahre. Weil meistens ja. Ist es ja dann so, wenn du unterwegs bist, dass dir sowas passiert. Und ja, jetzt habe ich eigentlich nur noch die eine Ersatzbrille werden sollte an, weil die besser aussieht. Ach so. Ja. Der Fee hat eine schicke Brille. Ja, in Blau. Oh, passend zum Auto? Fast, ja. Fast. Hast du eigentlich schon einen Namen für dein neues Auto? Nee. Aha. Ehrlich gesagt. Wie wär's nicht. Mit Saphira? Saphira, Ja, weil Saphir blau. Ah. So, hier meinst du? Wiese und alles und Landschaft und. Ja. Ja. Nicht? Ja. So. Muss man zwar auch ein bisschen was buddeln, aber das ist, da habe ich gedacht, ist zwischen Dom und Stadion. Das ist eine Höhle. Wo bist denn du?
Hier ist eine Höhle. Ich bin hier. Hu, ha, hu. Dreh dich um. Hallo. Hi. Wollt ihr gerade ein bisschen Kohle abbauen? Ja. Ach, da ist doch keine Höhle. Heieieiei. Na, aber Kohle ist immer gut. So. So. Kohle. Oh, was? Ist hier auch noch? Hier ist auch noch eine Höhle. Also Höhle in Anführungsstrichen. So ein aber kleines war Loch. Auch, war. Ja, aber hier war auch Kohle. Gut. Kohle nehmen wir immer mit. Klimper, klimper. Ja, aber vielleicht kann man ja so ein kleines Dorf machen mit so ein paar Pagoden. Hör mal, hier ist ein Kobbel. Hier hinten ist ein Kobbel drin. Warum ist da ein Kobbel? Ist aber nur einer, ne? Ich den gerade gesetzt, ne. Vielleicht kommt war der man schon dahin. Mal, vielleicht war einer schon mal hier drin, aber ich habe doch gerade hier Kohle abgebaut. Aber für einen einzigen Bobbel dahin. Vielleicht war da Wasser. Ja, keine Ahnung. Mysteriös. Okay. Ja, hier ist der Weg. Okay, dann würde man also hier langlaufen und von hier das vielleicht sehen. Na, dass man dann hier vielleicht so eine Straße reinmacht. Ja. Na, und dann kann man hier so ein paar Pagoden hinbauen. Ja. Gut. Mal planierst du hier schon mal die Gegend. Wir brauchen dann wahrscheinlich auch ein bisschen Erde, um es gleichmäßig zu machen. Das fürchte ich auch, ja. Also bauen wir hier die Schicht auch noch weg. Denn wir müssen ja auch die Löcher zumachen, die da hinten sind. Ja, das stimmt. Machen wir hier so. Hier geht es ja so lang. So, dann hier nochmal zwei und hier eins, zwei, drei. Dann hier wieder rüber. So. Okay, und das hier kommt weg. Okay. Ein Loch hier macht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir auf die eine oder andere Höhle noch stoßen könnten. Eine Pagode hat keinen Keller, ne? Nee. Ich muss mein Outfit auch mal wieder ändern. Ich habe immer noch mein Weihnachtsoutfit drin. So. Ja, ich glaube, bei der ganzen Erde, die wir jetzt hier schon abtragen, können wir schon gut wieder Löcher stopfen. Ja. Stopf hier schon mal ein bisschen.
Und dann, wie breit machen wir die Pagoden, ne? Also, wenn man die annimmt, dass man da Zäune setzt, dann ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis 25 so weit breit. Also nicht so Wahnsinnshölle. Naja, das heißt aber auch 25 breit. Das ist schon ein bisschen. Weil wenn wir ja so normale Häuser bauen, was haben die für eine Breite gehabt? Jetzt zum Beispiel in der Altstadt. Nicht so dolle. Wenn jetzt haben wir keinen Zaun hier, dass wir mal gucken könnten. Ich hole mal ein bisschen Material, dass wir mal ausmessen können. Unten ist ja wohl eine Doppeltür drin. Das sind schon mal zwei, ne? Das sind schon mal zwei. Dann hätte ich fast gesagt, kommt an so einen Balken, ne? Also so ein aus Schweich, ne? So ein Balken um die Tür drumherum, ne? Genau. Dann hätten wir drei weiß. Vier. Drei weiß. Dann so ein Balken und zwei weiß. Oder ja, was würdest stimmt. du sagen? Ja. Dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jetzt holen wir mal ein bisschen. Also wir können ja mit Balken und Zaun schon mal anfangen und dann weißen Beton können wir schon mal machen und dann können wir schon mal gucken, wie breit es wird. Ja. Hoffe ich in die richtige Richtung. Wo muss ich hin? Da. Da muss ich hin. Kommen Sie. Oh, vollständige Verwirrung. Muss immer irgendwie hochgucken, wenn ich ja, hier dran vorbei. Ich auch. Ja, tschö. Da können wir auch schön mit Laternen arbeiten, ne? Bei den Pagoden. Ja, genau. An den Ecken von den Dächern hängen welche. Der Weihnachtsbaum steht auch immer noch da. Ja. Ich meine. Wir hatten es ja umdefiniert in Ostereier, ne? Genau. Also Ostern ist ja jetzt. Ist ein Osterbaum. In 8 Monaten ist ja auch wieder Weihnachten, ne? Also. Genau. Würde ich jetzt mal nicht so eng sehen. Also, der wird ja nicht schlecht. Nö. Gehst du Kies und Sand holen? Kies und Sand. Für weißen Beton zu machen. Ja, wo hat man das denn gehabt? Hatten wir das nicht hier schon gelagert? Hier im Hoch, im Truhenkeller? Ja, hatten wir. Erstmal ein bisschen Erde hier loswerden. So. Und ich fälle mal Bäume. Weil so viel Schweich haben wir da nicht mehr drin. Wollen wir entrindete Schweichstämme nehmen oder die puren? Das ist eine gute Idee, wa? Gute Frage. Ja. Ja. Man müsste mal vielleicht ein oder zwei so entrinden, um zu sehen, wie das aussieht, ja, ne? Ich stell mal welche nebeneinander.
Also, Kies haben wir noch und nöcher. Gut, sehr schön. Brauchen wir noch Aber. ein bisschen Sand. Genau, Sand leider nicht. Ich gehe schon mal in die Wüste, ja? Wo bist du? Ich bin noch im Haus. Hier stelle ich jetzt mal gerade nebeneinander. Ich würde das schon gerne mit dem Entrindeten dann machen, wa? Ne? Mhm. Gut. Ich fälle entrindetes Schweich. Okay. Warte, ich habe hier auch noch drei. Die habe ich dir gerade gegeben. Und ich hole mal ein bisschen Sand, ja? Ja. Hier war nichts mehr. Nö. Ich könnte doch eigentlich die Truhen vom Dom mitbringen, oder? Ja, ne? Die am Anfang da stehen, weißt du? Genau, die sind ja eh leer. Die können wir brauchen wir doch nicht mehr. Gut für die nächste Baustelle gebrauchen. Die Wandertruhen. Ja. Ah, hier ist auch noch Kies und hier ist auch. Ah, nee, das ist der helle Prismarin. Okay. Wie viel werden wir da brauchen? Was meinst du? Ach, mit dem Holz? Da brauchen wir schon ein paar, wa? Ja, definitiv. Und wir brauchen für die Zäune ja auch richtiges Schweich. Stimmt, alles dürfen wir nicht verarbeiten. Du kannst auch mal so vier Setzlinge vom Schweich mitnehmen. Dass dann setzen wir dort wir, einen. Genau, dass wir auch mal da einen haben. Die wachsen ja doch relativ schnell. So, sie müssen nur genug Setzlinge runterspucken. Okay, dann mache ich mal ein paar Zäune. Das war das haben. Letztes Jahr hat man den Osterstream gehabt. Habe ich dieses Jahr gar nichts für vorbereitet. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, nun, man kommt irgendwie auch ganz aus dem Takt mit in diesen Zeiten. Ganz ehrlich gesagt, ja. Ganz ehrlich gesagt, ja. Ich kann nur mal hoffen, dass die wirklich mal einen richtigen Lockdown machen. So wie Mutti ja, das ne? eigentlich mal vorhatte für Ostern, weißt du? Ich hatte ja, ja unsere ganzen Kunden angerufen, die am 1. April bei uns einen Termin hatten. Und hatte die ja verschoben, ne? Ja, und den Tag darauf ist das ja wieder gekippt worden. Ja, und dann dachte ich mir ja. So, toll. Ja, aber eigentlich müssen die das machen, weil seit einem Jahr muss ich darauf achten, dass ich mich nicht anstecke. Weil die Kunden sind auch jetzt wieder so drauf, ach ja, weißt du, kein Mundschutz und so, kommen wir mal so rein. Und war vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen, da hatte ich einen rausgeschmissen.
In irgendwo in Stuttgart, frag mich nicht, irgendwo hat eine schwangere Bäckersfrau einen Kunden angesprochen wegen Mundschutz und da ist der rabiat geworden und hat die Frau geschlagen und ihr in den Bauch getreten. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Nee, ich auch nicht. Vor allem, was hat das Kind auch damit zu tun? Oh Gott. Überhaupt sowas zu machen und dann noch in Mann, ey. Ja, und also einfach nur, weil ich bin der King und ich mache, was ich will. Und ich bin ein Arschloch und ihr habt zu kuschen. Es ist so traurig. Es ist auch traurig. Guck mal, seit einem Jahr bin ja auch ich dem ausgesetzt, weißt du? Ja. Und es gibt mal keine Corona-Zulagen oder so, weißt du? Oder mal irgendwie eine Anerkennung, ja, oder so. So, die Leute machen und tun, was sie wollen. Und ganz ehrlich, ich bin für den ganz harten Lockdown. Klar ist das für uns dann vielleicht erstmal ein bisschen scheiße, weil die Saison dann nach hinten geht. Verschoben ja wird quasi. Und wir sind ja schon seit einem Monat hier drin. Aber ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Weil Papa ist immer noch nicht geimpft. Oh. So. Und der steht zwar auf der Liste, aber einen Termin hat er noch nicht. Und ich habe da keinen Bock drauf. Wenn ich mich anstecke, stecke ich ihn ja auch an, womöglich. Ja, ja. Ja. Einfach mal alles schließen, weißt du? Dann muss man sich halt mal für 2 Wochen von Konserven ernähren. Ist dann halt mal so. Die Portugiesen haben das ja gemacht. Die haben im Moment eine Inzidenz von 20 oder so. Ja, ist auch richtig so. Und wenn ich dann lese, in München haben sie eine Party aufgelöst mit 400 Leuten. Heute waren die, ich will das eigentlich nicht in den Mund nehmen, die Querdenker in Stuttgart unterwegs. Wie viel waren das? 12.000 oder so? Ja, ja, ja. Ah, da könnte ich reinschlagen. Ich könnte so reinschlagen. Und die Polizei sagt, ja, das waren so viele, da konnten wir nichts machen. Ja. Und die Gegendemonstration dagegen, die haben sie aber aufgelöst. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und das Schlimme ist, weißt du, die leugnen das ja, aber wehe, die kriegen das. Dann sind das die Ersten, die schreien. Und normalerweise dürftest du denen gar nicht mehr helfen. Also ich finde, die haben kein intensives Verdienst. Bin ich genau der gleichen Meinung. Das ist dem Intensivpersonal nicht zuzumuten, diese Leute zu pflegen, zu betten, zu wenden, zu machen, zu tun. Aber das geht ja dann auch wieder gegen das Menschenrecht. Und da pochen die dann da drauf, wetten. Nichts für die Allgemeinheit tun, aber wehe, man ist selber mal betroffen, dann ja, aber das ist doch mein gutes Recht, dass ich da auch auf Intensivstation komme und so. Ist doch immer so. Kannst ja nicht mehr so viel fressen, wie du kotzen möchtest. Ja. So, ich mache mal noch mal ein paar Zäunchen.